Oh je, es ist noch mitten in der Nacht und wir sind wieder zurück zur 73 und Baby Challenge. Sind alle gerade erst schlafen gegangen und dann kommt da die eine Musik. Und wenn man dann hier näher schaut, da ist dann plötzlich Sarah Montanes auf dem Grundstück. Das ist natürlich so gar nicht erwünscht, deswegen würde ich sie jetzt aufwachen und direkt die Polizei anrufen. Augustin ist noch da und rennt direkt an ihm vorbei und da geht auch schon die Alarmanlage los. Und man bleibt panisch da stehen und die Rechnung machen wir mal in ihr Inventar rein. Verdammt, da geht die Alarmanlage los. Ich habe praktisch, weil ich schon draußen dann hingemacht habe. Damit man da auch immer gut gewarnt ist. So. Ja, nun mit natürlich auch nochmal automatisch dann die Polizei. Da ist sie auch schon da. Mona, komm mal, Mann. Komm, Mona. Rette uns, weil die Kinder sind jetzt auch schon dann wach. Und wurden alle geweckt. Okay, eine schläft doch. Yay, du hast es geschafft. Dann schlaft mal weiter. Und Erwin Colombo ist schon ziemlich alt. Ja, das wissen wir. Und was Augustin Hoffmann holt sich, dann Spaghetti mit Gemüsesoße, genau. Und der Polizist erkundigt mal kurz das Haus. Wo ist er denn gerade? Ah, da draußen. Erkundigt alles draußen. Geht mal durch die Räume. Darlung, Darlung und hier. Alles erledigt und... Genau, jetzt würde ich einfach mal ein bisschen weiterspielen. Wenn was Spannendes passiert, dann melde ich mich dann wieder. Bis dann! Die Kinder spielen ein bisschen miteinander und die Mutter übt fleißig dann das Kochen. Und ich schau mal, was ist jetzt. Und sie ist schwanger. Es hat geklappt. Und was natürlich aber auch die Meldung kam, Erwin Colombo ist jetzt tatsächlich von uns gegangen. Ja, war schön mit dir. Und aufgrund dieser Nachricht und der Bart ist jetzt das dann so einfach scheußlich geworden. Kannst einfach doch, kann man nochmal dem Sum nochmal neu probieren und das einfach doch hin. Du könntest das doch einfach aufräumen. Es gibt da auch ein Waschbecken. Man muss nicht unbedingt die Spülmaschine nehmen. Du wirst es aufräumen, junger Mann. Wenn ich dir schon sage, räum das auch auf. Genehmigt, wenig Kontakt. Na, auf jeden Fall übt sie fleißig auch noch Kochen weiter. Und. Oder vielleicht einfach dann mal aufs Klo. Und sie freut sich, dass er schwanger ist. Alles doch wunderbar. Es hat geklappt. Und. Ich lasse jetzt einfach mal weiter fleißig kochen. Die Kleinen, die spielen da zusammen. Charlotte hat vorhin auch mitgespielt. Wie wär's doch einfach dann, wenn du ihr dann doch mal umarmst und dann
was zum Essen gibst. Das könntest du doch einfach mal kurz machen. Nein, 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 nein. Mach irgendwas. Abhängen. Häng einmal ab. Beschäftige dich sinnvoll. Genau. Auf jeden Fall umarm dich, so weiß ich jetzt da ganz süß. Und dann gibt sie ihr auch noch etwas zum Essen. Sehr schön. Genau. Dann lasse ich dir einfach mal ein bisschen weiterarbeiten, weiterspielen. Sonst was machen und bis später. So, jetzt sind wir einfach wieder mal dabei. Ich habe hier einfach die Box einfach mal gelöscht und wieder neu gekauft. Und seitdem können die auch wieder damit spielen. So, die liebe Lucy ist jetzt auch wieder dabei, nochmal weiter ihre Kochfähigkeit verbessern. Und wie man sieht, also der Levelbalken von 9 zu 10 ist wirklich ist fast voll. Ja, da wartet die Monika Wilhelm noch drauf, dass endlich da wegräumen kann. Und wo möchtest du weiter am da? Also sie hat es gleich geschafft, dann auch Level 10 in der Kochfähigkeit zu erreichen. Das ist doch auch mal was. Was sehr Schönes. Hat auf jeden Fall alle schon die Hausaufgaben gemacht, weil so gut sind die alle nicht. Die sind alle befriedigend. Und man merkt, Bianca streckt sie am meisten an, weil sie hat schon einen höheren Balken in der Schule. Die anderen halt nicht. Was möchtest du? Reste von Käsetofu-Steak essen. Darfst du machen. Aber erstmal noch den königlichen Hofvorsitzenden. Aber natürlich sehr wichtig. Wie sieht's denn bei aus? Schön am Spielen. Ja. Sie möchte da was in die Spülmaschine stellen. Ja. Aber der Platz ist halt einfach gerade belegt. Und da haben wir es. Sie hat Level 10 erreicht. Dann darfst du noch auf jeden Fall weiter kochen. Und ist jetzt eine wahre Meisterin der kulinarischen Genüsse. 7 Kochtagebuch nach welchen Fähigkeitsherausforderungen du die Kochfähigkeit von Lucy weiter verbessern kannst. Lucy kann jetzt Homer Termido zubereiten. In der Buchhandlung findest du neue Rezepte. Lucy möchte sich mit Sicherheit kein Rezept entgegen lassen. Wenn man es mal reinschaut. Sie hat 91 bekannte Rezepte. Höchster Qualität ist Dim Sum. Am häufigsten Pfannkuchen. Die Lab-Speise ist ja auch Pfannkuchen. Also passt das ja auch, dass sie ständig Pfannkuchen zubereitet. Und ja, wie praktisch auch, dass Pfannkuchen so das etwas der Gericht ist, was man direkt machen kann. Das kann natürlich Dim Sum natürlich nicht, wenn man es so spät kann. Oder Homer Termido, was er heute zum ersten Mal machen kann. Und natürlich auch in vegetarischer Version. Also. Ist natürlich immer so eine Sache. Aber wir haben auf jeden Fall da ja noch. Jetzt hast du erstmal weiter. Lass ich sie einfach mal weiterkochen. Wo möchtest du hin? Da. Möchtest du aber doch da arbeiten. Okay. Auf jeden Fall haben wir da noch Ambrosia. Das können wir lesen. Gefüllter Sojatruthahn lesen wir. Engelskuchen werden wir lesen. Und gefüllter Truthahn. Ah, Sojatruthahn und normaler Truthahn. Genau, auf jeden Fall ist sie da erstmal beschäftigt und da. Bianca ist erzählt eine Horrorgeschichte und Ottilie geschafft. Und Udo hat seinen Wunsch geschafft und hat dann einen Zaubertrank entdeckt. Einen gute Laune-Trank. Sehr schön. Das erste Versuch ist vorhin schief gelaufen. Da hat er sich leicht verbrannt. Aber manchmal braucht es halt einfach dann auch so einen zweiten Versuch, bevor etwas klappen kann. Und jetzt ist er einfach glücklich, dass er seinen Wunsch erfüllt hat. Sie möchte Faschen und Limettenkuchen essen. Ja, aber das ist ja überhaupt keinen Hunger. Also, warum solltest du denn dann überhaupt etwas essen? Mitte streiten. Okay, geh mal runter. So. Du lehrst dir. Ah, deinen Müll rausbringen. Und du hier lehren. Warte, 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 warte,
Warte, was hast du jetzt gemacht? Okay, er ist erwischt worden. Gar nicht gut. Weil jetzt hast du sie alles unterbrochen. Jetzt müssen wir das alles nochmal neu auswählen. Nein! Du sollst deswegen nicht gleich nochmal eine Sprengfalle. Bring den Müll raus. Und lass deine Mutter jetzt mal in Ruhe lesen. Und dann hat er sich jetzt eine Auszeit. Auszeit verordnet bekommen. Bestraft zu werden ist schon peinlich genug, aber wenn man dazu auch noch vor aller Augen die Ecke stehen muss, würde man am liebsten im Boden versinken, weil Sprengfall platziert hat. Ja. Guter Mann. William, da Fenster drinnen. Damit die Mama immer schön schauen kann nach den Kleinen, ob es denen gut geht. Dann kann sie direkt ins Bett gehen und ich merke dann, ah, sie schlafen noch brav, oder? Nee, sie schlafen noch nicht brav. Allerdings ist die Auszeit dann eher so gegen die Wand und dann da halt gegen die Fenster. Ja, okay, gut. Wer platziert auch das Fenster drinnen? Das fällt ja meistens nicht auf, aber ja. So dumm ist es doch nicht, dass man da direkt sehen kann. Schläft mein Kind morgens oder oh, es schreit und weint und will raus, also. Auf jeden Fall, er hatte jetzt erstmal Auszeit. Dann wir gehen nicht ans Telefon, du sollst weiterlesen. Du sollst die ganzen Rezeptbücher durchlesen. Auf jeden Fall, wenn du fertig bist, gut, das ist leer, kannst du auf jeden Fall dann im Haushalt ein bisschen was machen. Und gleich ist es vorbei. Und jetzt ist die Auszeit vorbei. Und er muss aufs Klo. Und ein paar andere müssen auch noch aufs Klo. Und der duscht jemand freiwillig. Und dann, wir gehen immer noch nicht ins Telefon und so. Ich kümmern wir uns jetzt erstmal ein bisschen, dass du nicht noch mehr Unfug einstellst. Sondern dich da so gleich um den Haushalt kümmert. Hier, einfach mal angeln. Da bist du erstmal beschäftigt. Und kannst keinen Ärger entstellen. Und lässt uns auch in Ruhe. Ich glaube, es ist ein sehr kompliziertes Kochbuch, denn sie braucht ja ziemlich lange, um es zu lesen. Es wird also heute auf jeden Fall mal nichts mehr, dass sie es schaffen. Werde die beste Freundin von Irina Schmitz, um deine Charisma-Fähigkeit zu beweisen. Nein, danke. Braucht man nicht. Wir konzentrieren uns schließlich auf etwas anderes, als da beste Freundin mit unserem Kind zu werden. Und außerdem kann man die Charisma-Fähigkeit auch irgendwie noch anders verbessern. Beim Arbeiten. Aber je nachdem, erstmal müssen wir jetzt noch die Rezepte lernen. Und dann kann man überlegen, was wir als nächstes machen. Auf jeden Fall ist dann auch jetzt inzwischen wieder Schlafenszeit und dann können die Kinder schon mal dann alle ins Bett gehen. Gut, wenn du fertig gelernt hast, gib ihr mal dann was auf den Boden füttern. Du spielst mal irgendwas selbstständig, dass du dann auch beiseite gehst. Und du gehst schlafen. Ja, du magst es draußen überhaupt nicht. Aber Pech gehabt, wenn du drin immer Unfug anstellst. Da muss man halt auch mal nach draußen. Puh, das war heftig. Ich schätze, so sind Teenager normal. Ja. Und sie hat gelernt, wir haben Abrüse zubereitet. Sehr gut. Dann fütter mal die Kleinen. Und du solltest ins Bett gehen. Genau, und dann gehen die anderen beiden auch noch ins Bett und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!